Heute geht's auf Klassenfahrt! Let's go! Mein Rucksack ist bereit. Ich habe in meinem Schuloutfit geschlafen. Alles gut, macht euch keine Sorgen. Ich freue mich nur so, dass wir heute auf Klassenfahrt fahren! Hallo, Ryan! Hallo, guten Morgen! Ich wusste, dass du schon da bist. Endlich geht's auf Klassenfahrt! Freunde, mein Name ist Easy Cheesy. Und damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Stimmt, auf geht's! Wir warten auf den Schulbus. Da sind wir schon bei der Schule. Guck mal, die Schulbusse stehen sogar schon bereit. Die anderen Schüler sind auch da. Ryan, warum sind die alle so viel kleiner als wir? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Sind wir groß für unser Alter? Ich glaube schon. Oder sind das einfach nur Zwerge? Ach komm, die haben alle eine Klassenübersprung. Schüler, kommt her und steigt schnell in den Bus ein. Es geht los. Okay, mit welchem wollen wir fahren? Nein, der vorderste. Okay. Okay. Und die Lehrerin fährt? Ich wollte eigentlich fahren. Naja, was soll's. Los geht's. Wir sind Schüler, wir können nicht fahren. Doch, ich habe schon meinen Führerschein, seit ich 5 bin. Da sind wir auch schon. Oh, cool. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin auf Klassenfahrt? Hat sie irgendwas gesagt, die Lehrerin? Ich weiß es leider auch nicht, nee. Willkommen auf unserem Campingplatz, Schüler. Oh. Warte, Camping? Wieso nicht Glamping oder ein 5-Sterne-Hotel oder eine Südseeinsel oder sowas? Eure Zelte teilt ihr euch mit euren Klassenkameraden. Jeder sucht sich einen Partner. Junge, Ryan, ich schlaf doch nicht im Zelt. Sehen diese auch Sachen nicht, aus, als cool. würden sie in einem Zelt schlafen? Also entschuldige mal bitte, nein. Also, Frau Lehrerin, geht voran und schaut euch um. Ja, gerne, das mache ich. Ich schaue mich nämlich jetzt um, ob ich eine bessere Sache als ein Zelt finde. Wir müssen mal gucken. Schau mal, da vorne scheint es zu sein. Ich glaube, wir sind stimmt. da, oder? Das ist der Campingplatz. Der sieht gar nicht der mal ist so ja schlecht riesig. Aus. Guck mal, hier gibt es Jetskis einfach. Die haben hier Jetskis, Junge. Wir ich machen doch Glamping. Sonnen. Ja, stimmt, Ryan. Sonn du dich mal. Pass auf, dass du nicht schmilzt. Oh, Kein. Du hast recht. Ich komme lieber mit. Lieber wieder schön in den Kühlschrank gehen. Jetzt mal schauen, da sind Zelte. Das ist wahrscheinlich hier das Jungszelt. Hm. Und das da ist das andere Jungszelt. Ah, das sind coole Farben. Ja, das hat coole Farben. Lass mal gucken, ob wir vielleicht nicht irgendwie ein Haus finden. Guck mal, Haus 1. Das sieht doch aus, als wenn wir da... Das ist doch perfekt. Ja, ich meine, ja, ein kleines kuschelig. Loch im Dach. Da kann man noch die Sterne sehen. Hier haben wir Betten, einen Kamin, schön warm, Kartenspiel. Das ist es doch, oder Ryan? Ich glaube, hier kann man bleiben. Ich glaube auch. Easy, noch eine Sache, aber das darfst du nicht der Lehrerin verraten, okay? Was zum? Was denn? Wovon redest du? Was? Was zum? Eine Spinne! Achtung, nein, Ryan! Nein, nein, nicht das. Mein, das ist meine, das ist eine Spinne. Vogelspinne. Was? Was ist das? Meine Vogelspinne. Wie meinst du das, deine Vogelspinne? Der ist mein Haustier. Ich hab mitgenommen. Ich kann ohne sie nicht einschlafen. Oh, das ist süß, aber nein, das ist eine Spinne. Die hat 8 Beine, die ist voll eklig. Nein, guck oh mein mal Gott, wie schnell die läuft. Ist. Guck mal, wie die auch nein. springt. Die freut sich. Oh. Ich schlaf nicht mit der Spinne immer. Ich schlaf doch im Zelt. Tschüss, Ryan. Ich geh doch was? Im Zelt. Oh, warte, die Lehrerin ist da. Sheila, Zeit fürs Mittagessen. Okay. Da habe ich nichts gegen. Ich habe sogar ein Sandwich dabei. Schnell, das Essen wird schon serviert. Oh, okay. Na, dann gehen wir mal gucken. Los geht's, ich habe Hunger. Was es Mittagessen gibt. Hier sind noch mehr Zelte. Wo sind eigentlich die ganzen anderen Schüler? Da ist ein Mädchen aus unserer ich Klasse. Beim Essen. Ah, wahrscheinlich stimmt, sind die schon beim Essen drin. Ja, die anderen sind schon da tatsächlich. Dann suchen wir uns am besten mal einen Tisch. Das sieht voll lecker aus. Oh, Bananasplit. Was haben die denn noch alles Geiles hier? Guck mal. Pizza! Nee, warte, was? Was zum... Hey, entschuldige mal! Was? Der hat gerade gerührt... Nein! Weg. Der... Nein, lass mir wenigstens mein... Wie kann der nur... Hier vorne ist doch was, hier vorne... Nein! Komm schon, warte, dann wenigstens... Hä? Nein! Hey, was soll denn das, Junge? Haha! Wer zuerst kommt, mal zuerst, Loser! Hey! Ist voll gemein. Der hat unser ganzes Essen gefressen. Wir haben... Ich meine, ich habe noch das Sandwich. Wollen wir uns das teilen hier? Beißt du einmal ab, dann beiß ich einmal ab. Okay. Gib den anderen Schülern lieber auch noch was ab. Die sehen alle sehr hungrig aus. Der hat ja das Essen von allen gegessen. Hier, nimm du erstmal ein Bissen. Oh Mann. Oh, warte, hier ist die Lehrerin. Die hat noch... Oh mein Gott, sie hat gerade den letzten Bagel gegessen. Wir werden hier noch verhungern im Camp. Nein. Das ist so gemein. Weißt du was? Ich gehe jetzt nicht einfach. Wir müssen uns beschweren über diese Situation. So kann es hier nicht weitergehen. Das ist doch kein Ferienurlaub hier. Das ist doch... Frau Lehrerin, Sie haben den letzten Bagel gegessen und alles andere wurde von dem einen Klassenkameraden da gegessen. Ich glaube, der heißt Kevin. Oder hieß der Niklas? Ich glaube, der hieß Niklas. Easy, Ryan. Wir haben jetzt keine Zeit zum Plaudern. Das Spiel fängt gleich an.
Was? Spiel. Was für ein Spiel? Ja. Ich hab Hunger. Ich kann doch jetzt nicht an Spielen denken. Haben Sie noch eine Kartoffel übrig oder irgendwas? Hier ein Stück verrottetes Fleisch, bitteschön. Oh, ihr müsst in den Wald gehen und einen versteckten Schatz finden. Oh. Vielleicht ist da Essen drin. Ja, stimmt. Schokolade. Oh. Wer ihn findet, erhält einen ganz besonderen Preis. Okay. Das klingt cool, actually. Ja, oh. Wir machen mit. Also, machen alle Schüler mit, oder? Ja, wählt einen Partner und geht. Ich muss einen Partner finden. Hier. Hier. Nee. Hallo. Hey, ich wollte mal fragen. Na, ja, hm? Natürlich habe ich Lust. Klar. Was ist mit dem hier? Warte, nein. Ja, natürlich. Hm? Was? Ach so, du nein. Ach, stimmt. Ja, 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 klar. Willst du vielleicht mein Partner sein, oder? Natürlich. Wir schaffen das. Ja, gut. Alles klar. Dann können die anderen Schüler miteinander irgendwie in den Wald gehen und Ryan und ich suchen jetzt den Schatz. Ryan, was glaubst du, ist eigentlich in dem Schatz im Wald drin? Hast du eine Idee? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ganz viel Essen. Ich habe so einen Hunger. Oh, das wäre so cool. Stimmt. Lass mal gucken, wo es überhaupt in den Wald geht. Wir müssen ja erst mal schauen, ob wir hier irgendwo in den Wald kommen. Generator. Ist überall Wald. Drei. Ja, wir müssen eigentlich nur raus wahrscheinlich, oder? Ich Warte mal. Schon. Das sind Fußspuren. Guck mal. Kommt die denn her? Weiß ich nicht. Und guck mal, meine Füße, die sind viel eckiger als die. Was ist das für... Was ist das für jemand gewesen? Muss irgendein komisches Tier sein oder gesehen. Sowas? Ja, ich glaube nee, auch. Nee, voll merkwürdig. Oder gehen die in die Richtung? Ich bin mir da nicht sicher. Ich weiß gar nicht. Ach, guck mal, hier sind noch welche. Die gehen, glaube ich, nach hier. Warte, schau mal. Oh, da auch. Da geht's lang. Oder hier? Lass mal gucken. Ich glaube hier. Ich glaube auch, ja. Du gehst vor. Du machst das schon. Ich glaube nicht. Alleine im Wald? Ja, ja, du folgst den Spuren. Ist bestimmt ein Monster oder sowas. Oh Mann. Warte, da vorne. Hier sind noch mehr. Oh, warte. Das ist eine Schlammgrube, oder? Ja. Ein Schlammbad können wir jetzt nehmen. Yay, das ist der Schatz. Ein Schlammbad. Du gehst rein. Nein, warte mal. Hier ist eine Kiste. Oh, stimmt. Mit Essen drin. Das ist Schokodon. Der... Das war der Schatz. Nein, das ist nicht schon wieder Niklas, oder? Ich werde deinen Schatz jetzt essen, Verlierer! Was? Wieso macht er das? Grr? Ja, was war das? Was, hörst du das? Pass auf, das Monster! Schnell, lauft! Oh lauft, Leute, weg hier! Monster, das Monster! Niklas, komm mit! Oh mein Gott, er ist da hinten lang gesprungen. Das habe ich auch noch nie gesehen, dass jemand so jumpen kann. Schnell weg hier! Nein, das Monster ist noch da oben! Hilfe! Oh Gott! Nein, wir müssen es der Lehrerin sagen! Schnell zurück! Nein, da vorne ist die Lehrerin! Ich sehe sie schon! Schnell, Beeilung! Wir müssen ihr von dem Monster erzählen! Das glaubt sie uns doch nie, oder? Frau Lehrerin, wir haben Monster im Wald gesehen! Und nicht abgesehen von Ryan, noch ein Monster! Hey, ich bin kein Monster! Unmöglich, hier gibt es keine Monster! Was, wo gibt es denn Monster, wenn ich hier... Ich bin sicher, ihr habt nur ein Tier gesehen. Das war kein Tier. Nee, das war eine Riesenfledermaus. Die war gigantisch. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich war es ein Wolf. Die werden euch nichts tun. Okay, stimmt, es war ein fliegender Wolf mit ledrigen Flügeln. So wird es gewesen sein, Frau Lehrerin. Macht euch keine Sorgen. Warum auch? Sind ja nur Wölfe. Wieso sollten wir uns da Sorgen machen, wenn die das Wölfe... Stimmt, fliegende Wölfe. Das ist ja was ganz Normales. Und gewonnen hat Niklas. Oh, nein, der isst unser ganzes Essen auf. Ja, Niklas hat halt den Schatz gefunden. Mal gucken, was er gewinnt als Preis. Bestimmt irgendwas Cooles. Komm her, Diamanten Niklas. Oder so. Und hol dir deinen Preis. Ja, stimmt. Oh, das ist schon unfair. Dein Preis ist ein Tango-Tanzabend mit deiner Lehrerin. Was? Herzlichen Glückwunsch. Ja, Niklas. Viel Spaß, Niklas. Herzlichen Glückwunsch. Das wünscht sich doch jeder Junge einen Tag oder einen Abend mit seiner Lehrerin, Alter. Na gut. Oh, Ryan, ich glaube, ich hatte genug für heute vom Campingalltag. Lass uns mal zurück ins Zelt hier. Ins Zelt. Ah, nee. Da ist ja noch die Spinne. Wo soll ich denn schlafen? Weiter. Ich kann nicht. Och, die tut nicht, die Spinne. Aber sorg dafür, dass sie auf deiner Seite bleibt. Okay. Es ist eh schon spät. Mal, die kommt auf mich zu! Die mag dich. Oh mein Gott, mach, dass sie weggeht. Die ist ganz nett. Warte. Du schiebst sie in meine Richtung. Vogelspinni, komm mal mit. Oh Gott, ich schlaf hier oben. Ich schlaf hier auf der Lampe. Gute Nacht. Oh, das ist sehr bequem. Was zum...
Was? Spinny, fass ihn! Okay. Super Spinny! Ja, gut gemacht, Spinny! Ganz toll! Deine Spinne ist ja echt voll praktisch. Die hat das Monster verscheucht. Ich meine natürlich den fliegenden Wolf. Ich hab doch gesagt, die ist nett. Die ist echt gut. Mach das so weg, komm, fliegender Wolf. Komm nie wieder her. Wir haben eine Spinne. Ah, ich sag doch, jeder hat Angst vor Spinnen. Schnell, ihr müsst reingehen. Ein Monster ist da. Mitschüler, schnell ab ins Haus. Nein. Genau, perfekt. Easy, hast du eigentlich noch Hunger? Ich hab im Wald Hunger? Was gefunden. Ja. Ah, warte, hier was Salz. Salz, lecker. Essbare Wurzel. Knoblauch. Köstlich. Alles. Gefüllte Pilze. Schlagsahne, die lag noch auf dem Boden rum irgendwie. Schlagsahne. Die will ich vielleicht nicht mehr essen. Gefüllte Pilze? Ryan, willst du mich vergiften? Ich hasse Pilze! Ich bin allergisch gegen Pilze! Oh nein! Mach, dass du wegkommst oder ich hätte das Monster auf dich! Spinny! Freunde, das war's mit unserer heutigen Folge von Wir gehen auf Klassenfahrt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn wir noch woanders auf Klassenfahrt gehen sollen, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert nicht vergessen, schaut bei Ryan vorbei. Und hasta la pasta!